Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir sind auf dem Weg nach Amsterdam. Können wir mal gucken, ob wir der Amsterdam Central sehen können, ne? Das wäre ja mal was. Diese Fliege hier, die riecht mich auf. Ich habe normalerweise hier immer so die Fenster so mit diesem komischen Fliegenvlies zu, dass da auch ja nicht so ein Nervviech hier hinkommt. Ja, das ist schon echt nervt, wenn das in der Aufnahme zu hören ist, wie es da an der Mikrofon rum turnt. Aber da ich hier gerade so schön bei dieser brüllenden Hitze an dem G27-Sitz festklebe, also wenn ich jetzt aufstehen würde, dann würde er mir am Arsch hängen bleiben. Fehlt mir gerade die Muße, die Fliegenklatte zu holen. Ja, mein eigenes Problem, ne? Hausgemachte Probleme. So, dann hat jemand übrigens geschrieben, ich würde immer, wenn ich überhole, würde ich immer mit dem Auflieger irgendwie was mitnehmen. Und siehe da, wir haben schon 1% Schaden. Ich muss da echt besser aufpassen. Ist echt wahr. So, 7.16 Uhr. Merken wir uns mal, 7.16 Uhr ist der ETA. Da kommt die Fliege wieder angeflogen. Und wenn wir dann immer schon... gehst du weg, du Scheißvieh. Es nervt jetzt langsam hier. Wenn die... Ja, geil, dann musste ich mal waschen. Ja. Wenn die... wenn die Zeit jetzt langsam runtertickt, dann sind wir immer schön hart am Limit. Ich überlege dann gerade, was für ein LKW wir dann... wahrscheinlich einfach ein Iveco Stralis mit einer besseren Motorisierung. Um das mal ganz klar... testen zu können. Da brauche ich auch einen Fahrer, der deutlich... Nee, nicht der deutlich besser ist. Erwischt. Ha! Entschuldigung. Aber wir haben ja ein dickes Interface davor, inklusive Limiter und so. Also sollten euch jetzt eigentlich nicht die Ohren weggeflogen sein, hoffe ich mal. Fliegenmörder! Jupp. Da oben steht einer auf der Brücke. Nicht, dass der Steine runterschmeißt. Das ist ja auch so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja wirklich Leute. Oh, jetzt habe ich mich sehr unbeliebt gemacht. So war es nicht gemeint. Es gibt Leute, die meinen, dass, wenn sie da Steine runterschmeißen, dass das ja ein toller Jux oder eine Mutprobe ist, ne? Ist es nicht. So, haben wir hier ein Express-Dingen. Das ist ja der Deutschland hier. Da muss man alles umständlich machen. So, und wieder geht's auf die Brücke. Das ist die gleiche Brücke? Nee, ne? Das sind wir jetzt woanders. Jetzt sind wir auf Brücke nach Dänemark. Dann war das eben in der Tat die richtige Brücke, nämlich die Öresundbrücke. Oder wie sie heißt, ne? Heißt die, glaube ich, so. Mhm. Und wir haben auch hier wieder den Sixth Eurocar Gedächtnisausflug. Dann wollen wir mal schauen, dass wir hier ein bisschen Zeit noch rausfahren. Jetzt stehen wir da zum Beispiel schon wieder auf 7.07 Uhr. Läuft also. Ich frage mich nur gerade, ob in Dänemark der Sprit noch teurer ist. Aber Dänemark ist doch, glaube ich, eines der teuersten Länder so generell, oder? Meine ich zu erinnern. So, wir gucken erstmal, was wir geladen haben, weil der zieht hier unheimlich langsam die Brücke hoch. 18 Tonnen Konservendosen nach DB Schenker.
Da habe ich jetzt übrigens mal sehr umfangreiche Dokumentationen zur Deutschen Bahn gesehen. Wie kaputt dieser Konzern eigentlich ist. Also im Sinne von der Struktur, ne? Ich bin ja wirklich kein Linker. Das kann man wirklich nicht nachsehen. Nee, ich bin auch kein Rechter, nicht falsch verstehen. Aber ich finde halt dieses ganze... diesen ganzen Links-Schwung, den wir derzeit so haben, so mit offen demonstriertem Solidaritäts- und ja, sozial, bla 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 bla, heftig übertrieben. Ich glaube, wir haben ausschließlich Medien mittlerweile im linken Spektrum, alle Parteien sind im linken Spektrum, außer die AfD halt, die ich aber, die ist halt zu weit rechts, ne? Die kann man auch nicht wählen. Und das Problem. Was ist das denn hier? Wie geil, guck mal. ADAC-Truck hier. Cool. Also was ich damit sagen will, ich würde, ne, ich stehe nicht im Verdacht, hier links zu sein, ich bin Unternehmer. Das heißt, ich verlasse mich darauf, dass ich hoffentlich mit meiner eigenen Händearbeit mein Auskommen habe und nicht anderen Leuten auf der Tasche hängen muss. So hart es jetzt klingt. Und hab den Faden verloren. Ist das nicht toll? Was wollte ich jetzt sagen? Also was haben wir denn da jetzt schon? Jetzt habe ich hier, also es gibt erstmal riesen Kommentar-Bashing wegen, weil ich Hauptschüler sagen wollte. Und jetzt auch noch links-rechts, was wieder einige Leute nicht verstehen. Aber ich glaube, ich habe so oft die Geschichte erzählt, dass ich in meiner Firma auf die Schulform und auf die Noten immer geschissen habe, sondern mir ganz klar angeguckt habe, wie Leute gearbeitet haben. Das ist wichtig. Wie gut kommst du mit Leuten klar? Wie schnell verstehen die was? Und ganz ehrlich, es gibt Milliarden von Berufen, in denen Gymnasiasten sicherlich gut aufgehoben sind. Aber es gibt genauso... mein bester Mitarbeiter zum Beispiel kam von der Hauptschule. Es ist vollkommen... Dieses ganze Schulbildungssystem, da habe ich ja schon wieder die nächste Baustelle aufgemacht, ist ja ohnehin... Das ist ja alles Quark. Es gehört dringend überarbeitet, aber das hat man schon häufiger, das Thema. Deswegen will ich doch nicht nochmal drauf rumleiten. Also, liebe Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten, ich habe euch alle gleich lieb, denn ich beurteile euch nicht nach eurer Schulform oder nach euren Noten, sondern dem, was ihr könnt. Also, wenn ich irgendwann mal Leute einstelle, braucht ihr mir gar kein Zeugnis schicken. Interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert, was ihr gemacht habt und wie ihr arbeitet. Der Rest interessiert mich null. Was ein Zeugnis gibt wieder, was ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt mal auswendig gelernt habt. Sagt nichts darüber aus, was ihr, wie schnell ihr lernen könnt. Und gerade da haben ja die eher praktischen, praxisnäheren Berufe und Berufsausbildungen auch Schulformen, wie Realschule und Hauptschule halt, Vorteile, ne? Ihr lacht euch jetzt kaputt, dass ihr zum Beispiel vielleicht, in einigen Bundesländern gibt es das ja vielleicht noch, so Sachen wie Werken habt oder so. Noch lacht ihr darüber, aber irgendwann kommt die Zeit, wo halt wieder Leute gefragt sind, die halt wirklich dann simpel umsetzen können, abstrahieren können und so weiter. Und da muss man nicht, weiß Gott, wie intelligent für sein, da muss man einfach eine Auffassungsgabe für haben. Und das sagt auch ein Zeugnis nicht so aus. Ich habe Leute, die hier Bewerbungen geschickt haben, mit hier und ich habe diesen Kurs noch belegt und da habe ich mich freiwillig fortgebildet und hier hatte ich 1,2 und da habe ich dann noch die und die und die extra Schulung gemacht. Das ist sofort aussortiert, kannst nicht gebrauchen. Ist so meine Auffassung. Also sorry an alle, die jetzt glauben hier, wenn sie mit 18 ihr erstes Xing-Profil haben und da möglichst viele englischsprachige Ausdrücke haben, habt ihr bei mir keine Chance. Sorry, also das tut mir leid. Das finde ich so albern. Also müsst ihr nicht euch auf den Schlips getreten fühlen jetzt von meiner Äußerung. So, was wollte ich jetzt mit links und rechts sagen? Ist mir immer noch nicht wieder eingefallen. Also ich weiß noch, dass ich ich muss ja jedes Mal begründen, warum ich sage rechts und links, weil einige es wieder mit rechtsextrem oder Nazi verwechseln. Das ist ja vollkommener Bullshit. Ich hab's total vergessen. Vielleicht fällt's mir wieder ein. Ich stehe ja nicht im Verdacht, links zu sein, aber was wollte ich da sagen? Konservendosen.
wäre, dann kann ich ja halt die letzten 5 Minuten auch damit füllen, warum ich das immer so bedenklich finde. Wo ich mich eh jetzt schon bei allen Linken unbeliebt gemacht habe, kann ich zumindest noch begründen, warum ich das getan habe. Oder war das einfach nur, weil ich nicht richtig abgebogen habe, immer und weil ich immer hier irgendwo reinfahre, wie gerade wieder? Nee, ne? Also ich finde halt zum Beispiel Dinge wie einen flächendeckenden Mindestlohn bedenklich. Man sieht ja auch gerade schon, dass das möglicherweise nicht funktioniert. Wir haben die ärmste Region in Deutschland und eine der reichsten der Europäischen Union haben wir auch in Deutschland. Das ist halt schwierig. Genauso schlimm sehe ich es aber zum Beispiel, dass hier irgendwie der Weg Richtung Einheitsgewerkschaft geht. Ne? Was wir jetzt bei der Bahn sehen, dass die große Gesellschaft dann das Bestimmungsrecht hat. Wozu bräuchte nur eine kleinere? Da wechseln alle die große. Es ist ja schon seit, weiß ich nicht, seit wie vielen Jahren der feuchte Traum von gewissen linken Kräften, dass wir irgendwann so wie damals in der Tertaretetä, ne, noch eine einzige Gewerkschaft haben. Oh, weia. Ich bin zu Zeiten aufgewachsen, da gab es doch hier ÖTV-Streiks und sowas. Ich finde es halt unfassbar wichtig, dass da die Autonomie entsprechend bei Arbeitgebern und Gewerkschaften bleibt und es kann auch von mir aus so kleinteilig sein, wie es will. Ah, ich weiß es wieder, genau. Die Bahn, da waren wir stehen geblieben, genau. Und die Bahn, warum ich jetzt sagte, ich bin sicherlich nicht links, aber im Falle von der Bahn glaube ich langsam, aber ganz ehrlich wirklich, dass die Privatisierung keine gute Idee war. Ansonsten ja gerne Dinge auf die eigene Bahn bringen, wollte ich gerade sagen. Also wirklich auf die eigene Beine stellen und Privatisierung ja sicherlich alles nicht so ganz so falsch. Weil ich glaube halt, der Staat ist nicht unbedingt der bessere Schienennetzbetreiber, aber in dem Fall mittlerweile, wo man sieht, dass es nur noch um Rendite geht, dass akquiriert wird überall im Ausland, weiß ich nicht, Verlustfirmen gefahren werden, einfach nur damit die jeweiligen Vorstände, und da hat ja jedes Bahnunter, und die haben ja irgendwie 200 Unterunternehmen bei der Bahn, ob das Stinnes, Schenker, Logistik, Relien, all diese Dinge, ja, die haben alle eigene Vorstände, Aufsichtsräte, ja, die wollen natürlich auch dann irgendwie was in Amerika kaufen, weil da fahren die nicht irgendwie zu ihrem Vorstandstreffen nach Buxtehude, sondern nach New York, weil die haben ja da eine Firma. Also das ist, ich finde das unfassbar. Und soweit ich auch weg bin von linker Politik, weil ich die, wie gesagt, ich stehe hier für Eigenverantwortung. Ja? Jeder Mensch kann sein eigenes Leben selbst in die Hand nehmen. Und es gibt auch keinen Menschen, der, also wenig Menschen, die gesund sind, können mir nicht erzählen, dass es für sie keinen Job gibt. Das ist auch so eine Geschichte, aber das ist ein anderes Thema. Da habe ich mich schon, ich habe mich in dieser Folge ohnehin schon bei der Hitze hier um Kopf und Kragen unbeliebt gemacht. Aber bei der Bahn bin ich echt mittlerweile dann doch auf Seiten der Linken. Die linken Parteien, die sich auch dafür dagegen aussprechen, jetzt die Wasser- und Elektrizitätswerke und so privatisiert zu haben, das auch keine gute Idee war und so weiter. Und für Deutschland ist es Tafelsilber, ne? Die verkaufen die Bahn und oder die Anteile und kriegen da richtig Kohle für. Genau wie damals bei den UMTS-Lizenzen. Naja, aber linke Politik, rechte Politik ist ein Ritt auf Messerschneide. Es ist halt mein individuelles Empfinden, dass von den 16 Stunden, die ich hier jeden Tag arbeite, da geht über die Hälfte an Abgaben und Steuern weg. Es gibt in diesen 16 Stunden in der Tat Menschen, die gesund sind. Ich rede nicht von Leuten, die krank sind. Ich bin übrigens auch krank. Ich kann nicht arbeiten gehen. Aber hey, oder nicht so gut arbeiten gehen. Ihr wisst das mittlerweile. Ich habe euch das ja erklärt in einem der Videos. Trotzdem nehme ich das hier in meine Hand und möchte nicht dem Staat auf der Tasche hängen. Nicht anderen Leuten auf der Tasche hängen. Und die Belohnung dafür ist, dass ich über 50% von allen Einnahmen abgebe. Unter anderem eben an solche Menschen, die zu Hause sitzen, gesund sind und dann lieber das RTL gucken. Ne? Das macht mich schon wütend. Ich hoffe, liebe Linksangehörigen, im linken Parteienspektrum angesiedelten, ihr seht mir das nach. Das kann nicht richtig sein. Sorry. So, auf jeden Fall meistens, aber trotzdem richtig ist der Sendeplan unter tv.garderoe.de, wo ich euch mal wieder einladen möchte.
vorbeizuschauen. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Freue mich auf Kommentare, Daumen, Abos, Likes. Wird vielleicht sogar eine kontroverse Diskussion jetzt in den Kommentaren entbrennen. Aber Leute, ich respektiere auch eure Meinung. Es ist nicht nötig, mich jetzt irgendwie anzufeinden, wie sonst schon mal. Oder dauernd nur einfach den Videokommentar nach unten, Daumen nach unten zu geben. Dann schreibt auch was dazu. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, von euch zu lesen. Macht's gut. Tschüss.